Red City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Hi, willkommen bei DGV. Ich bin euer Doomsday. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Es ist endlich soweit. Lange hat es gedauert, ursprünglich April angekündigt, jetzt im Dezember erschienen. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam das Spiel erleben. Dieser Stream wird ungefähr 6 Stunden gehen. Und je nachdem, ob ich Lust habe, mache ich vielleicht noch einmal einen Stream. Und ja, schauen wir uns doch mal Cyberpunk 2077 an. Das meistgehypte Game 2020. Let's go! So, hey Schumpo, damit haben wir so eine künftige Erweiterung, bla 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 bla. Ja, ich stimme zu. Ich werde es mal auf Einstellungen gehen. Ja, Dialoge, Hintergrundsprache. Denn man kann ja bei dem Spiel für Audio. Haben wir denn die Audio? Video? Ich denke, ich hätte mal was gelesen wegen Streaming-Musik, aber ich find's gerade nicht. Grafik, Gameplay. Hier ist Sound. Machen wir erstmal Kopfhörer. Urheberrechtlich geschützte Musik an. Denn die wollen ja die Musik auch genießen, die verfügbar ist, ne? So, zurück. Und dann beginnen wir mal ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad. Ja, das ist die perfekte Option für Spieler, die sich entspannen wollen. Gegner stehen alle Mittel zur Verfügung, um wie etwas entgegenzusetzen, aber in der Regel stellen nur höchstens die Gegner in einer echten Herausforderung. Bleiben bei normal. Hi, Cora. Schade, verpasst du was. So. Wir sollen jetzt unseren Weg wählen. Nomade. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen, Freiheit, Liebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Street Kid. Es heißt, wer die Straße von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist Gangs, Fixern, Puppen, Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Oder Konzerner. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige Lebenden wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffen eingesetzt. Fairness gibt es nicht. Nur Gewinn. Und Verlierer. Gewinner und Verlierer. Ich habe mich schon von vornherein festgesetzt, ich werde Nomade spielen. Also, beginnen wir unsere Reise in Cyberpunk 2077. Vorher kreieren wir noch unseren Charakter. Männlein oder Weiblein? Ich werde, glaube ich, bei meinem ersten Durchgang Männlein spielen. Warum ist er so grün? Stimmlage. Ich bin wie? Ich bin wie? Ja. Hautfarbe. Sieht irgendwie krank aus, oder? Kann man ja irgendwie drehen, ja. Ja, das ist besser. Hauttyp. Der ist ein junger Kerl. Frisur.
Oh Gott. Ich muss mir angewöhnen, dass man da mitdreht. Ja. Okay. Ey, wie wär's eigentlich mit so einer Valhalla-Frisur? Passt gerade so schön. Oh, ich nehme das jetzt. Haarfarbe. Naja, viel hat man ja nicht zur Auswahl, oder? Machen wir blau. Blau ist cool. Augen. Ist okay. Augenfarbe. Nehmen wir dann auch blau. Augenbrauen. Auch so. Augenbrauenfarbe ist okay. Mund. Ey, keine Schmolllippen. Lassen wir es so. Kiefer ist okay. Die Ohren. Mensch. Oh, das ist ein Bart. Lassen wir so. So, den Bart. Schauen wir mal, was es da gibt. Die 8 ist schon mal, die 9 ist auch okay. Ich bin bei der 3. Bart Stil. Ne, wenn dann bitte komplett. Bart Farbe. Lass mal so. Cyberware. Das ist cool, das war's mal. Narbe. Gibt's eine feine Fantasy 8 Narbe? Nee, scheinbar nicht. Aber das sind die hier. Ein Tattoo? Können wir uns mehr alles einstellen können? Oh, schönes Hals-Tattoo. Piercings. Davon halte ich gar nichts. Zähne. Goldzähne. Hey, wir lassen es mal weiß. Make-up brauche ich nicht. Make-up, Schönheitsfehler brauche ich auch nicht. Fingernägel. Gott. Kurz. Brustwarzen. Okay. Tattoos Körper. Ups. Tja. Nett. Ich werde das hier nehmen. Das ist cool. Narben? Nee. Genitalien. Okay. Ihr habt nichts gesehen? Ja. Okay. Ja, das ist mein Wie. Legen wir los. Oh, Attribute anpassen. Ach du Scheiße. 7 Punkte stehen mir zur Verfügung. Jedes Attribut umfasst mehrere Fertigkeiten. Sowohl Attribute als auch Fertigkeiten gewähren dir abhängig von deinem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level einer Fertigkeit steigt durch das Ausführen von für sie relevanten Handlungen. Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, dem sie zugehört, ist gesteigert werden. Intelligenz. Deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als Netrunner. Jedes Level von Intelligenz bedeutet Cybertech, Speicherkapazität wird um 4% erhöht. Schaden von Quick-Hacks wird um... Dauer von Quick-Hacks, okay. Reflexe. Passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen wird um 1 erhöht, kritische Trefferchance schon, okay. Technische Fähigkeit. Die technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können. Sie erlaubt es dir, Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5%.
Coolness. Kritische Schaden wird um 2% erhöht. Alle Resistenzen werden um 1% erhöht. Gegner, okay. Also. Auf jeden Fall technische Fähigkeit hätte ich gern. Coolness. Reflexe. Ist auch wichtig. Intelligenz, ich will nicht ganz so blöd sein. Konstitution. Ah. Mal auf 4. Oh, ein bisschen ausgeglichen. So. Können wir jetzt starten. Yo, let's go. Abzeichen, Aufnäher entfernen. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Shum. Folge den Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps deaktivieren. Du kannst über Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder alle wichtigen Themen in Cyberpunk zugreifen. Bewegen. Ich hab mich wohl geirrt. Kannst jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Sprich mit dem Mechaniker. Ich weiß nicht, ob ich gut oder eher böse spiele. Ach komm. Ups, Pierre. Ich zahl dir, was wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leih ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Wow. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Kurz schließen. Ich umgehe die Kupplung. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Mach der Kompressor immer weiter. Schieb einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Hat irgendwer die Null gewählt? Steige in den Wagen. Puh. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Dir gesagt? Meine Fresse. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich suche Jackie Wells. Mit Funkgerät verbinden. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Die ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Ich bin nur auf Deutschreise, mein Fehler. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Also die deutsche Synchro finde ich schon mal sehr gut.
gerade ich den Mobcar. Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hat er gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Wiederhol das ruhig. Ich? Hab nichts gesagt. Mhm. Ist auch gesünder. Oh, sieht das Spiel nicht hübsch aus. Alter, was für eine Karre. Na dann. Ah, natürlich ist die Kamera genau über der Karte. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss mal meine Kamera woanders hinsetzen. Und zwar setze ich sie mal da hin. Weil die Karte wäre schon wichtig. Zack, auf das Ding. Aua! Hat mir gerade mein Auto Schaden verpasst? Yay, Funkturm hochklettern. Das kenne ich irgendwoher. Far Cry lässt grüßen. Drei Schaden bekommen. Frech. Öffnen. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Gucken, ob ich nochmal die Lautstärke ist. Also, okay. Ja, geht's anscheinend dann nicht. Nee, okay. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Venom! Moin. Moin. Oh, du bist ganz schön leise. Ich hab nichts angestellt.
Oh, jetzt ging's. So, also ich kann dir schon sagen, es macht einen geilen Eindruck. Wow, nach 17 Millionen Spielen oder so. Ja. Bist du hörbar im Chat? Ja, gell? Normal schon. Weiß ich, ob du das mal extra. Also ich habe, glaube ich, auch eingestellt, dass du hörbar bist. Cora, ist Venom hörbar? Schreib mal was. Ja, viel Spaß im Charakter, dieser. Ich habe mich für Männlein entschieden. Mein Auto ist im Arsch, die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Jo, bist hörbar. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Dankeschön. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Hast du dein Zivil gewonnen? Beide. Hast du zwei CWs gespielt? Naja. Es gab ja auch schon wieder ein Call of Duty Update, gell? Gestern, 13 GB. Ja gut, ich habe das immer verschoben, weil ich erstmal Cyberpunk runtergeladen habe. Die deutsche Synchro von dem männlichen Typ finde ich echt gut. Die Stimme, die kenne ich irgendwoher, ich weiß noch nicht woher. Kehre zum Wagen zurück. Und bis fit machst du 6 Stunden mit, ja. Mal sehen. Ich werde gucken, ob man hier noch irgendwas findet hier. Ich finde es cool, dass sie sogar eine Option eingebaut haben, dass die für Streams die Musik ändern. Kann man da irgendwie rennen? Was ist das denn? Ah, Touchpad. Es gibt eine Karte. Alter, man kann ihn ja auch ausrüsten. Ja, ist halt ein Rollenspiel, ne? Okay, dann ab ins Auto. Was war das denn? Ist Männlein oder Weiblein? Nee. Ach, welche Start du nimmst? Nomade, Street Kid oder Konzerner? Ich habe mich für den Nomaden entschieden. Hatte ich mir ja schon vor Wochen. Okay, also hast du schon mal einen ganz anderen Weg als ich. Ich fange ja außerhalb der Stadt an. Dass man die einfach verpasst. Das ist schon krass, dass gerade das Spiel eine bessere Fahrphysik hat als Watch Dogs. Ich meine, das ist auch nicht schwer, gell? Ja. Oh, hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Aber mal du kurz. Bist meinetwegen. Ich muss mal kurz hier die Gesichtsempfindlichkeit höher stellen. Das ist mir immer, bei jedem Spiel ist das immer zu niedrig. 20. Ja, das ist besser. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin V. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Oh, das sind ja hier schon Fallout-Maßstäbe an, was du alles einsammeln kannst. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Cabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann.
Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Enzier. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Was hast du genommen? Du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Hm? Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Ich würde beim zweiten Durchlauf dann wahrscheinlich eine Frau nehmen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. Da liegt noch was. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. So, dann gucken, was ich überhaupt eingesammelt habe hier. Man kann sogar Items herstellen. Alter, was? Ist ja gar nicht kompliziert. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Also ich starte zum Beispiel schon mit einem Revolver. Power Revolver. Also die Klamotten haben sogar Panzerwerte. Interessant. Oh, das Spiel wird mega. Werte Rucksack. Ah, hier. Komponenten habe ich gesammelt. Okay. Interessant. Ja. Verdammtes Schwergewicht. Also, wir los. Hey. Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Herr Machu, wir sind beide Profis, oder? Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Hey, der Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Die scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Welche Schwierigkeit hat das genommen? Normal? Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Ja. Du musst dich beruhigen. Siehst sogar die Genitalien dann. Das habe ich dann gleich wieder weggemacht. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Nein, du darfst ja nicht. Nee. Lass mal sehen. Mal trotzdem die Sekunde gesehen. Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Wow. Also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Entspann dich. Das gehört dazu.
Alles Teil des Plans. Jetzt weiß ich, woher ich die Stimme kenne. Das ist Jack, seine Stimme. Von Sons of Anarchy. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Die Stimme. Hast du den Credit mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen, hm? Das ist Jack Synchro. Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Das hat der jetzt hier nicht gehört. Grafik ist echt hübsch. Hände auf den Kopf! Auf den ich freue mich schon auf die PS5-Version, ey. Die dann irgendwann nächstes Jahr kommt. Ey, jetzt Seepostreich. Begeben Sie sich unverzüglich zur Zollstelle. Arsch. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Mach ich. Bitte in Zimmer 2 melden. Pass mal auf. Setz dich. Papiere. Boah, diese Implantate sehen krass aus. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Hm. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles. Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Hat erst eine Weile gedauert bei mir. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Pire bleiben hier, ja. Okay. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Diese kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Und dann, auf geht's. Was ist da denn passiert? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Das ist ganz schön groß, der Junge. Ist das ein Bug hier, oder? Was? Mach dir mal ein Foto. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Ein Zollwichser wurde etwas pingelig. Und das ist nicht normal? Nicht in diesem Ausmaß. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Ja, denke mal, das ist ein Bug. Also ein optischer Fehler. Ja. Also so krasse Cyberimplantate gibt's glaube ich nicht. Das sieht nicht gut für uns aus. Oh, schön, keine Oberschein, Leute. Oh, Action jetzt. Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole. Sofort anhalten! Scheiße! Speed ist geil. Fahrzeug kämpfen. Waffe ziehen, Dreieck. Waffe wegstecken und wieder setzen. Sei mal schnell drüben, ja. Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes Arsenal aus unsere Fernkampfwaffen einsetzen. Alles klar. We'll be right back.
Alter, du musst es doch runterdrehen. Die Empfindlichkeit ist ja doch ein bisschen zu krass. Bleiben wir mal auf 15. Gucken, ob es da besser geht. War eigentlich nur das Auto viel. Das Ding macht genug Schaden. Ich hab das Kamera drüber. Okay, jetzt geht auch noch nicht in die Stadt. Yay. Scheiß Dreck. Die Hijos de su chingada madre! Wir hätten uns fast erwischt! Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Bin ruhig. Beruhige dich. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt! Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert, hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Wir sind über die Grenze. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Ist schon jemand müde? Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Stimmt, irgendeine Cyberware drin. Sesam, ja. Öffne dich. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames, ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Okay. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar. Sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Die Aussprache ist eigentlich gerade nicht schade. Hier. Wollte schon immer ein Haustier. Im Kernblatt vom Mund. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst du irgendwo leben. Jo. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie.
Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Okay. Nur so einfach, wie die sich das vorgestellt haben, wird es wahrscheinlich nicht. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Tja, haben schon einige Abenteuer erlebt. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es gibt hier eine kleine Montage, was ich schon in Night City erlebe, zusammen. In Night City, der Stadt der Träume. Oh, das war ein Vorgeschmack. Mal sehen. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos, sechs Monate die später haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Tutorial. Ja. Klar, kann nicht schaden. Hell. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Okay. Mache ich ein VR-Training hier. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Wie viel Name? Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Nee, Bug, wird so geschrieben. Kampfgrundlagen. Rutschen. So, da bin ich wieder. Zum Aufwärmen. Wir sagen nicht, warum müssen wir mal ganz kurz aus der Zeit. Nimm die Waffe. Ich bin mit der Empfindlichkeit noch nicht so ganz zufrieden hier. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung!
Ja, weiß ich. Haben auch Schaden zu zahlen, wenn er auf einen schießt. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Okay. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh ab. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Beast. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, es war standardmäßig doch schon gut eingestellt, ja. Das gibt's hier noch. Man kann auch außer auf Österreich gehen. Auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Hacken-Tutorial. Was soll denn der Quatsch? Sorry für die Abbrecher immer, aber kein Plan, was da los ist. Halte L1 gedrückt, um Scanner zu aktivieren. So werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Objekte. Die Hexen werden grün hervorgehoben, sind blau hervorgehoben. Wenn du Cyber-Attack installiert hast, zeige deinen Scanner also die Benutzeroberfläche an, wow. Auf dem Objekt zu erzählen. Konzernsprache lässt sogar Hacken langweilig klingen. Ah, okay. Ablenkungsmanöver. Zurück zum Training, Rekrut. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ausführen. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn auf. War nicht ganz leise. Fast. Gleich nochmal von vorn. Hexi. In den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernrotz. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Töten, nicht tödlich. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Du kannst tote, bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Ja. Hitman-Style. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Töten. Okay. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken?
Viel Spaß. Ah, Speicherkosten brauchst du dafür. Volksstunde Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Breach Protokoll. Zum Holen des Dämons musst du das Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Codematrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Ah ja. Okay, verstehe. Jetzt zünde die Granate. Ja gut, mit den Hacken kann man sich das Spiel auch ein bisschen einfacher machen, ohne groß Schaden zu nehmen, gell? Wenn man sich darauf spezialisiert. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner Weisen entscheiden, für... welchen Weg man geht, Waffengewalt oder Hacken. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Hiermit hast du das Basis-Tutorial abgeschlossen. Interagierst du mit der Tür und sie wird sonst verlassen. Was gibt's denn hier noch? Stealth. Na komm, machen wir gleich alle. So ein Quatsch hier. Wer hätte das gedacht? Was? Ach ja, wie ich das hier gerade verläuft. Nicht bemerkt haben, setzen eine Routine fort. Okay. Ups. Haben Sie gerechtzeitig Entdeckung durch bemerkt? Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Nova, easy. Weiter zum nächsten Bereich. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürme und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner eine Position verraten. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Ah. Okay. Nein, da warten wir. Doch. Nein, wir warten. Sightseeing oder was? Mach doch mal keinen Stress, Alter. Easy Snack. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Jetzt müsste noch eins gehen. Dann sind wir dort. Was ist das letzte? Fortgeschrittener Kampf. Thank you.
Sind die Server gerade so krass überlastet oder was? Der sieht fies aus. Weiß nicht. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ist das nervig. Oh, der ist zu stark. Ja, ich muss dann leider immer den Stream neu starten. Sorry. Gegner mit bedeutend höherem Level, gekennzeichnet mit dem Symbol Totenkopf, können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Drücke R2, um einen schnellen Angriff auszuführen. Meine Kombos auf schnelle Angriffe drücke R2, ja. Hätte er zu tun, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen und lasse R2 los. Okay. Ey. Klingt das nicht Ausdauer? Ach, Ausdauer gibt's auch? Wo ist denn der? Ach, da oben. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Ah, jetzt weiß ich blocken. Wir blocken Gegner keinen Schaden zu, nur schwerer Angriff können seine Abwehr durchbrechen, okay. Abwehrhaltung. Ja, hab ich schon wird gesehen. Jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Okay. Aua. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Zu mir eingehen, Angriff R2, um kurz vor dem Treffer Angriff abzuwehren und automatisch ein parieren. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt parieren das, um einen Konter zu landen. Um auszuweichen. Okay. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Easy. Jetzt gibt's einen richtigen Fight. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Gott, Alter, ein Schwert. Okay. Alles klar. Nahkampfwaffe wird bei mir definitiv Schwert werden. Eine Katana, Junge. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cybertech ausgestattet. Du triffst nun auf deine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisieren sie auf beliebige Art. Ey. Mit Platz mumpeln oder was? Was sieht denn der Typ aus? Ich bin doch schwer aus Nahkampfwaffe. Na, das ist so. Zack. Super.
Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück, Wee. Ich glaube, wir sind fertig. Interessante Methoden. Ist ja schon Nummer 1, ey. Und? Nicht Glück schlecht, bei dir. Ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Bin jetzt schon... Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ja, Training. Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Sehen wir es durch. Zum Befehl, der Name. Ich werde die Kamera mal da hinsetzen. Ja, ist auch doof. Muss ich es nach links schieben. Ach, hier weißt du nie, wo du die Kamera hinstellen sollst, Ist aber auch kacke. Oder oben. Ne, oben links ist meine Energie, das ist auch schlecht. Müssen wir so mal hier gucken. Ich darf Knöpfchen drücken. Abfahren. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. T-Buck. Es gibt auch Nahkampf mit der Waffe, okay. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Okay. Ab jetzt leise. Interessant, ob... okay. Warte, ich muss das looten. Ja. Bei mir schweben hier zwei Waffen in der Luft. Ja, also ganz frei von Fehlern ist das Spiel nicht. Vorhin hat sich... Warte. Gib mir doch einen Keks. Ach, das sieht aber übel aus. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter.
Sie wird viel zu looten, ey. Ja, Geistermodus, ja. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei uns. Die brauchen wir nur ein Wie. Sie kommen. Dann leg sie um. Achso, muss gelootet werden. Cabrones. Oh, eine Granate. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da bei dir. Holen wir sie uns. Suerte. Die können dich sehen. Der hat Rüstung fallen lassen. Warte mal. Der hat. Ist das hier? Nein. Hier? Nein. Ich darf mich wohl noch nicht ausrüsten. Scheinbar nicht. Schade. Oh, ich habe eine neue Waffe gefunden. Die aber alle schlechter sind. Ich bin genau hinter dir, wie? Achtung, die sind... Oh, der hat... eine Schrotze. Mich. Oh, mein Stealth ist Level gestiegen. Die Mucke geht aber auch krass ab in dem Spiel, ja? Maschinengewehr. Okay, die schlechter als die Pistole. Zählt doch nicht, die können mich gar nicht sehen. Doch, der kann mich sehen. Dreckige Penner. Erstmal eine Nade werfen. Das war nicht geplant. Rennt der weg? Alter. Der Raum, in dem er ist, hat einen Balkon. Fenster links von euch. Gib mir 2 Sekunden für Schloss. Ja, ist gut. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist frei. Ich stand gerade genau vom Gegner und hab eine Granate geworfen. Das ist unser Ziel. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. War klug, hä? Alter, ihr bist ja nur am Looten, Junge.
Ich hätte ihn auch, glaube ich, gerade ablenken können mit dem Ding hier, aber egal. Alter, was ist das denn? Gibt es eigentlich irgendwie eine Tragekapazität oder so? Weiß nicht. Du hast auf jeden Fall nur begrenzt Platz für Waffen. Okay. Alles klar, was haben wir hier? Das sind die Granaten. Hier haben Verbrauchsgüter, die verschiedene Effekte bewirken. Das scheint Schrott zu sein zum Verkaufen. Und was haben wir hier? Hier haben wir alles insgesamt. Okay. Ja, also viel Platz habe ich nicht mehr. Alles mitnehmen. Solange wie man noch Platz hat. Ich glaube, ich habe alles. Finde Sandra Dorset. So eine verfickte Scheiße. Scheiße, wie? Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das. Das. Verdammt. Sowas kann ich nicht ab. Diese Schlachter-Scheiße. Was die mit den Leuten machen. Scheiß Gav-Psychos. Das war's mit solchen Jobs. Te lo juro por mi madre. Untersuche die Leiche. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorset, NC570442, Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware, Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm, also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden.
Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Trauma-Team ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen. Hier ist was los. Feuer, schaff sie raus, Terrasse. Musst du aus, Sandra, Mission machen? Ruhig, ein Ding. Mission Sandra finden. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Verfolgen Sie die Instruktionen. Im Tierbereich anhalten! Bis jetzt nicht. Im Tierbereich anhalten! Patientin auf den Boden legen! Schritte zurück! Jetzt! Mach doch mal keinen Stress, Kollege, Junge. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Sprich mit Jackie. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Oh, komm schon. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Oh, meinst du gerade ein Handy? Boah, ein Telefon. Gesund und munter? Natürlich ist sie das. Sowas doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Ich habe jetzt untersuche den Körper der Frau. Sandra, oder? In der Wanne. Oder? Nee, auf so einer. Ich sag mal. Auf so einer Liege. Ja, okay, dann bist du aber trotzdem bei derselben Mission, die ich gerade gemacht habe. Also hier führt dann die Story so beide. Also zusammen.
danach kommen dann ein paar Leute, die du außer Gefecht setzen musst. So, wann heißt die Rettungsaktion? Ja, hab ich auch gerade fertig. Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Manu, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Mann, bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, oh, shit. Stimmt ja. Spinne ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Ich hoffe, oh, na. Jetzt fahr schon, Jackie! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Halten wie! Hab euch, Arschlöcher! Wie? Ziel auf den Fahrer! Finger so! Ah! Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Das Ziel ist echt nicht so einfach, kann das sein? Hm. Gut, ich dachte, das wäre bei mir nur so. Nicht alles. Das Ding sieht übel aus. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Nein. Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr einen guten... Was meinst du? Lass mal alles kurz und klein geschossen hier. Ich werde mal die Kamera ausschalten, weil die nimmt irgendwie die Immersion vom Spiel weg. Sie gibt mir eine Chance. Also nicht wundern, wenn kein Kamerabild mehr da ist. Guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Gesicht für euch kann man sehen. Nee. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Jo, machst du doch eine Gewichtsanzeige oben rechts. Echt? 23 von 200 habe ich. Ich habe 47 von 200 und 943 Dollar, Euro, was auch immer das sein soll. Na ja, was haben sie gesagt? Eddies. Alter, geh mal unten auf Datenbank. Dann kannst du dir die Fahrzeuge angucken. Der Turbo RV Tech ist cool. Warte, wie viele Fahrzeuge gibt es denn im Spiel?
Scheiße. Also sind nicht alles nur Fahrzeuge. Wollte gerade sagen. Es sind auch Waffen und alles und Scheiß dabei. Okay. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtag. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Als Beifahrer kannst du die Fahrt überspringen. Nö, ich will mir die Stadt angucken. Wir sind gleich da. Und du? Von den Boys. Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Ach, die können ihn noch nicht mal wegstecken. Süße Träume wie. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, Leugo. Gehe nach Hause. Level up. Attributspunkt 1 und Vorteilspunkt 1. Oh, what the fuck? Was ist das denn? Attributsbaum. Ey, ich weiß auch noch echt nicht, auf was ich mich spezialisieren soll, ey. Handfeuerwaffen, Gewehre, Klingen. Itemherstellung, Techi. Stealth, Kampfmaschine. Intelligenz, Breach-Protokoll, Quick-Hacks. Oder Athletik, Vernichtung, Straßenschlägerei. Boah, ich hab keine Ahnung. Ist alles wichtig. Quatsch. Ach, es gibt von jeder Kategorie ist wohl Level 20 das Maximum, hä? Ja, scheint so. Boah, ich weiß es nicht. Da ich denke mal, man sowieso mehr schießt, nehme ich mal Reflexe. Und Konstitution. Achso. Und wo ist Vorteilspunkte? Wo tue ich die rein? Wait, warte mal. Ich habe da einen Vorteilspunkt. Wo kommt denn der hin? Gesamte Spielzeit 1 Stunde 15 Minuten. Street Creed Belohnung. Aha. Krass. Personal Itemherstellung. Inventar. Oh, ich habe eine Jacke. Und eine Mütze. Gott, sieht das scheiße aus. Hm. Nee. Weg damit. Aber was mache ich jetzt mit dem Punkt? Ach, hier sehen wir mal die Karte komplett. Oh ja, so klein ist die Stadt aber echt nicht. Das hier muss ich angefangen haben.
Charakter. Achso, musste X drücken zum Vorteil öffnen. Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Das hat jeder. Alter. Erhöht die Tragekapazität um 60. Deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Das nehmen wir. Alter, was ist. Alter, was für ein Fähigkeitsbaum man hier alles hat. Du hast für jedes Hauptattribut nochmal drei extra Dinger, die du auswählen kannst, mit zigtausend Fähigkeiten. Hm. Ist ja übel. Achso, für jeden. Ah, dann hast du hier theoretisch für Gewehre, Handfeuerwaffen und Klingen. Ach Gott, ey. Du bist ja ewig beschäftigt für den Charakter. Okay. Jo. Bevor ich jetzt aber weitermache, mache ich mal kurz eine kleine Pinkelpause und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hm. Du bist, denke ich mal, auch gleich weg, hä? Ja, ja. Ja, dachte ich mir schon. Du hörst dich schon so müde an. Ja. Hab ja noch genug Zeit. Naja, ist ja Urlaub, du Sack. Ich muss ja dann noch 9-mal arbeiten. Dann hab ich erst Urlaub. Wenn du das erst Urlaub hattest, Hä? Ist ja nicht so, dass du erst Urlaub hattest. Das ist ja erst einmal egal. Das war ja eigentlich der Cyberpunk-Urlaub. Das war ja nichts. War ein Schuss in den Ofen. Buck? Fast vergessen. Meine Planung besser. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Na was? Was meinst du, Cora, mit ich? Auf was bezogen? Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das. Vielleicht reden? Was gibt's? Oh, was gibt's? Das Automat. Ey, ich kann mir eine Cola holen. Ich bin eine Blue. Macht die Blue Cola? Egal. Was gibt's hier noch? Kaugummis.
verleiht dem Zustand Sättigung, der deinen maximalen Zustand um 5% und deine Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes um 100 pro Sekunde erhöht. Ah ja, alles klar. Das blöde Tor ist kaputt zum dritten Mal. Schon die letzten beiden besagt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören, oh ja. Laufen wir ziemlich freizügig rum. Hast du denn den Nacktheit zensieren angemacht? Also. Nein. Ja, beim Stream hätte das vielleicht noch machen sollen. Mir egal. Ich zensiere hier nichts. Außer die Musik. Was ist los? Da ist wieder betreten. Wie's Apartment. Alter, hier wirst du ja zugeschüttet mit irgendwelchen Texten, Junge. Die Rettungsaktion. Wirf einen Blick in dein Waffenlager, optional. Dein Lager ist ein sicheres System und Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Solltest du zum Beispiel etwas in deinem Kofferraum verstauen, hast du später aus dem... Ey, ich war noch nicht fertig. Lager öffnen. Sogar Klamotten im Lager. Alles schlechter. Gut, die ins Lager hätte ich gern. Die. Und die. So, noch Lagermanagement hier. Die ist sogar besser. So, das nehme ich mit. Blendgranate, Splittergranate, Biogranate. Okay. Das lassen wir auch mal drin. Okay. Das heißt, ich muss ihn noch mal anziehen, den Jungen. Er läuft nämlich gerade barfuß rum. No. Gott, ey. Die Klamotten, ey. Echt. Geh ins Bett. Lass mal seine eigene Bude beklauen. Was kann ich hier machen? Hier ist sogar E-Mails. Aber Werbung, Quatsch. Erstmal duschen gehen. Mit Klamotten oder was? Ja, ist ja hart. Er steht schon unter die Dusche mit Klamotten. Naja. Warum nicht? Kann man machen. Sehe ich das richtig oder hat er da gerade keine Hose an, sondern nur eine Jacke an? Okay, das hat jetzt keiner gesehen. Ich laufe mit Ken rum übrigens. Was? Ja, meiner hat ein Ken-Genital. Ich habe meinen Charakter hatte da ja nicht Anzeigen gemacht. Okay. Ich habe ihm den größten Dödel gegeben, den es gab. Da muss wohl jemand was kompensieren. Nee, ich wollte realitätsgetreu machen. Ja, ist klar. Erster Akt. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Was? Der Typ hier.
Warte mal. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Cora, das glaube ich dir jetzt aber nicht. Cora meint, es würde auch mit Klamotten duschen. Also nur mit Jacke und unten bist du ohne, ja. Okay. Kann man machen. Sollte man aber nicht. Verfehlt irgendwie den Sinn vom Oberkörper. Ach ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, Keanu Reeves spielt ja auch noch mit in dem Spiel, gell? Mhm. Übrigens, Johnny der... Silverhand. Genau, der Typ, der hier im Radio quatscht, das ist doch die Stimme von hier... House of Cards, den Typen, wie heißt der? Der Schauspieler. Den sie rausgeschmissen haben. Habe ich auch gedacht, aber bin ich mir nicht sicher. Dort, das ist die Stimme. Die deutsche Synchronstimme von ihm. Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Nebenmission. Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, V. Die ist aber sehr cool. Neue Nachricht. Dann machen wir erstmal Nebenmission, oder? Lass mal uns einschenken. Hey, wie ihr habt gehört, dass du jetzt Arbeit suchst. Und zufälligerweise gebe ich hier die meisten Aufträge. Aha. Okay. Kann ich die jetzt auch annehmen? Sieht man eigentlich seinen Quest irgendwo? Nee, gell? Hauptmission, hier Nebenmission, der Auftrag. Bedrohung Mittel. Das Geschenk Bedrohung Mittel. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Dann machen wir das mal. Ich muss trotzdem erstmal mit Jackie treffen. Mantis, ach ja stimmt, die gibt's ja auch. Aber dafür musst du, glaube ich, dich auf was spezialisieren oder so. Hier schwebt ein Handy in der Luft. Was man jetzt einsammeln kann, ja. Echt Beispiel an Fallout genommen hier. Wollen wir spielen? Hallo, ich will das aufheben. Ich will nicht reden. Schönen Tag. Danke. Mit ihm kann ich nicht reden. Okay. Nicht dahin zurück, wo du herkommst. Alles so nett hier, ey. Wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du? Wie gefällt dir mein neuer Bot? Hat mir ganz ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was meinst du? Sicher, warum nicht? Los geht's. Füße bewegen. Den Kopf auch. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen.
Ich kann Köpfe arrangieren. Interesse? Klar. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Bei denen kann man kaufen. Alter, ein Messer. Eine Katana. Dieser war teuer, ey. Kostet fast mein ganzes Geld, Junge. Warte mal, kann ich auch verkaufen? Erstmal. Ja, Mann. Ist zwar nicht viel, aber es ist immer ein etwas. Kann man ja auch alles verkaufen irgendwo. Junk verkaufen, steht's doch, R3. Genau. Die hätten wir richtig, aber die Katana hätte ich gern. 141,4 SPS. Er hat auch ein Messer. Ach komm. Was soll der Geiz? Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich hab deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds, als Agent eben. Der Rest gehört dir. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Eddie. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Okay, ich muss 4 Gegner besiegen, um ins Finale einzuziehen. Okay, den ersten Kampf, denke ich mal, kann ich gleich machen. Oder nicht, 600 Meter. Da habe ich nichts zu Fuß. Oder darf ich mein Auto nehmen? Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biber-Virtuosen sowie traditionell dargebotene Notenabend. Weißt du gerade überhaupt schon neben, wie wir machen können? Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Ladebildschirm versteckt im Fahrstuhl. Was? Ich muss echt zu Fuß laufen. Aber kann ja nichts. Was? Ja, okay. Ich laufe mal zu Fuß durch die Stadt. Kann man auch machen. Sieht schon krass aus. Hey. Ich will nicht mit Jackie reden. Ich will jetzt erst einmal. Achso, Bedrohung hoch. Ja, das sollten wir doch erstmal noch nicht machen. Wie sogar eine Trophäe freigeschaltet. Nur die erste, ne? Genau. Ja, die hab ich auch. Ich will die da. Ziel verfolgen. Ich muss wieder nach. Oh Gott. Und? Bis später. Gute Nacht. Bis später.
Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Oh, kann ich noch kurz die Party verlassen hier. Halt. Bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich aus der Party raus. Das Spiel auch ein bisschen lauter. Haben wir manchmal ein paar Nebenmissionen, würde ich sagen. Wenn ich denn die Möglichkeit habe, Nebenmissionen zu machen. Lass mal dein Angebot sehen. Oh, muss bezahlen. Nichts lieber als das. Okay, die ist kostenlos. Du hast eben ein ikonisches Item rein, zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesen kannst du hochwertige Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Interessant. Okay. Sicher. Mission abgeschlossen. Die war ja einfach. So, da will ich mal kurz gucken. Waffe. Was hab ich denn da an, ey? Oh, das andere sah aber geiler aus. Das trägt er jetzt da drunter. Das ist natürlich doof. Ja gut, man sieht meinen Charakter ja sowieso nicht, also von daher ist es eigentlich scheißegal, wie man aussieht. So, aber wie kann ich jetzt Waffen verbessern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Muss ich Itemherstellung oder was? Ah, hier sieht man's. Ja, da brauchen wir einige Materialien. Okay, und wie verbessert man das? Würde ich sogar besser. Ich denke mal, das Tutorial dazu wird noch später kommen. Deswegen warten wir mal. Ah, hier oben steht auch Upgrades. Da. Dafür brauche ich 16, 20 davon und 15 davon. Okay. Also bei jeder Waffe im Moment anscheinend. Okay. Ah, wenn 3 gedrückt hältst, kann man auch. Ah, okay. Muss ich die Katana jetzt hier noch extra ausrüsten oder was? Oh ja. Das ist nett. Okay, wie verstecke ich die Waffe wieder weg? Na gut. Sprich mit Jackie. Machen wir jetzt mal Story weiter. Doppeldreieck ist Waffe wegstecken übrigens. Hallo, ich bin Gillian Johnson. Willkommen zu den Neuesten aus aller Welt mit M54 News. Die westlichen Konzernstaaten haben kürzlich ein neues Visumprogramm bekannt gegeben. Personen, die beabsichtigen, dorthin umzuziehen, müssen zunächst einen Sponsor unter den Firmen finden, die Mitglied der WCS sind.
Visumsinhaber müssen 20 Jahre unter der WCS arbeiten. Erst anschließend winkt die Aussicht auf ein dauerhaftes Wohnrecht. Eine Heiratsgenehmigung. Oder ist noch zufälligerweise eine Nebenmission in der Nähe? Hoch, sehr hoch, der Auftrag. Das kann ich nicht machen. Und das? Guck, wie weit weg das ist. Yoko. Ja, ist ein bisschen weit weg. Machen wir erstmal Story weiter. Also reden wir mit Jackie. Der futtert. Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Barton richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwechseln. Dann besuchen wir Senor Vector. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Denn, yep. Synth Roast Beef, yep, ein bisschen Chili obendrauf und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber... Der Deal hängt jetzt nur an dir, Izzy. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Macaco. Aber Dex ist eine komplett andere Liga, du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Dann sind wir noch halb voll. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scarfs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Mit Recht kannst du dein derzeitiges Fahrzeug an deinen Standort rufen. Okay. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Ja. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Der River Dog. Das ist meine Karre. Das wird sich irgendwann noch ändern. Beste
Ripper Doc? Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Kamera wechseln. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Ich kann die Kamera nicht wechseln. Da hat man Radio. Gucken, was es hier so gibt. Muss man extra reingehen erst. Jetzt muss der echt weit fahren. Gambi, komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstaubt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Ja, was ist das hier? Datentürm. Ach, Schnellreise, okay. Ist nicht am Riemen. Ihr seid nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Auf die? Wie viele Soldaten unterwegs, ey. Immer selbst einen Blickwagen? Kameras sind überall. Sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Wenn wirklich jemand zugucken würde, hätte ich schon die halbe Unterwelt der Stadt und die Konzerne am Arsch. Was, wenn sie dich ausnutzen, du unwissentlich ihre geheimen Pläne ausführst? Okay, gibt's hier was zum Klauen? Natürlich. Hey, wie? Bitte weg, so empfängt sich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Du siehst viel? Immer. Erleichtert das nicht. Immer schön, dass Scan nochmal irgendwas findet, aber anscheinend nicht. Nee, Fahrstuhl fahren muss ich nicht. Dann gehen wir mal zum Doc. Vicky, fit wie ein Turnschuh, Alter. Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nun von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Docs in Night City arbeiten diverse Ripper Docs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes cybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Okay. Ripper, schön dich zu sehen. Auch schön dich zu sehen, wie? Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich will ein Upgrade. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Nee, hab ich nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Ja, doof, wenn ich.
Setz dich hin und entspann dich. Systemstörung. Hiroshi-Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Ein Auto. Verlink dich. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Mhm. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern. Und die dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahre 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. River Dogs. Okay. Okularsystem und Hände. Was haben wir hier? Verbessert deine Sicht, freier Cyberware-Modslot. Diese optische Cyberware von Kiroshi bietet eine extrem beliebte Reihe von elektroneuralen Verbesserungen mit Scan-Funktionen für die Umgebung des Benutzers. Was ist mit den Händen? Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen, verbindet die optische Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Ein Cyberprozessor mit integrierten Servomotorsystem. Muss ich mich jetzt wählen zwischen den beiden oder kann ich beide wählen? Ich nehme, denke ich mal, lieber die Hand, wenn ich wählen muss. Du kannst aber, die du im Spiel findest, jede Riverdog-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Alles klar. Ich kann beides nehmen. Zack. Aber mehr geht im Moment leider nicht. Mehr müsste ich kaufen, aber... Ja, ist ein bisschen teuer. Und ich habe nur 120 Eddies. Nö, dann war's das. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeigt Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Schmerzhaft. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Oh ja. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Na ihr. Dunkel. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich.
Anfangs könnte dir unwohl sein. Wieso habe ich keine Hose an? Verschwommene Sicht, wenig Kontrast. Glitches. WTF? Wait. Ich habe doch eine Hose an. Warum wird dann... Hä? Okay, strange. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeig. Wenn du Menschen mit einer optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Huh. Für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Interessant. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Okay. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Danke, Vic. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ah. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Ich habe gerade ziemlich viele Nebenmissionen bekommen. Besser später als nie. Zahle deine Schulden? Ja, das kann ich gerade noch nicht. Abgeschlossen. Und ja, die anderen... Der Auftrag muss ich warten, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Und das Geschenk. Beschaffe den Pink Quick Hack für den Netrunner. Aber ich glaube, das kann ich nicht machen. Ich muss, glaube ich, erstmal mit Jackie reden. Ja, dann machen wir erstmal Jackie. Weiter. Was
drin da gerade streicheln? Oh, das ist eine Katze. Okay. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Gesucht in Night City. Danke, Misty. Du bist die Beste. Eine Aura braucht Pflege, Baby. Musst du täglich umsorgen. Wird nur schlecht, wenn du es nicht tust. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Okay. Regina Jones. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht durch die Takedowns, nicht durch die Quickhacks, nicht durch die Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampfgadgets. Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Eine Waffe, ein Kampfgadget oder ein Quickhack nicht tödlich Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Okay. Psychokiller. Wo ist das? 17. Kontrollieren eure Vorgesetzten, eure Anführer. Doch sie sind keine Menschen, nein. Als ob ich jetzt hier jeden... Alter, was? Das ist ja krass. Ja, da muss ich mich später drum kümmern. Wir bleiben erstmal bei der Hauptstory. Gehen wir mal mit dem Dex. Anfällig gegen Feuer, Elektro und Totenkopf, keine Ahnung. Wird mir geballert. Weil die Konfrontation Nancy ist für seine Gewalt berüchtigt. Für viele Bewohner der Stadt ist es ein gewöhnlicher Teil ihres Alltags. Ey, ich war noch nicht fertig. Oh ja. Tiger Claws. Gesucht in Night City. Mitmischen, ne? Bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir deinen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Ich hab euch mal geholfen. Halt. Da geht jemand Belohnung hier, ich hab euch geholfen. Na, ich bin auf jeden Fall ein bisschen gestiegen.
Aber wenn die gar nicht auf mich reagiert haben, groß. Achso, ach hier, den kennt man ja aus dem Trailer. Den Kollegen. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Entweder du bist Mr. Somebody oder du versinkst im Nichts. Night City lässt keinem eine Wahl. Oh doch, das tut sie. Weißt, in meinem Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen, lernt die Bestie in mir kennen. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. War klar. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Eddie. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce genau. Hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so?
Totaler Psycho von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Okay. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Naja, durch den Trailer weiß man ja schon, dass er wie verraten wird. Aber nun gut. Die Spritztour. Ruf Jackie an. Erkunde Night City, um Datenterminal zu finden und freizuschreiben. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingo. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anparken? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Erst mit der Klientin treffen. Ich werde erst mit Parker sprechen. Ausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik, schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zur Lizzie's Bar. Uhr sieht man ja unten links, also da 16:13. Okay. Aber kann ich denn. Oh, ich bin Level gestiegen. Ja, Handfeuerwaffen. Ich wäre eigentlich auch ein bisschen dafür mit Hacken, also Intelligenz. Weil das dann doch schon ziemlich geil ist. Die Breach-Dauer des Breach-Protokolls. Oh, das ist interessant. Aber ich glaube, ich werde doch nochmal hier bei Konstitution Packesel nehmen. Denk ich mal. Ja, ich nehme mal Packesel, damit ich ein bisschen mehr schleppen kann. Oh. So, wie sieht es jetzt aus mit Nebenmissionen? Kann ich jetzt sehr hoch, mittel, besser spät als nie. Das geht noch nicht. Dich zum Kampf. Ist das weit von hier?
650 Meter. Karte. Das ist da. Gut, ich denke mal, ich werde den Kampf erstmal machen. Dürfte machbar sein. Mal gucken. Wir sind zum Geschäftspartner offiziell bereit abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Eddies hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen, wie Maelstrom das so gerne macht. Danke für die Info. Viel Glück, du wirst es brauchen. Oh, okay. Schauen wir mal, wie es mit dem Faustkampf läuft. Sag mal, wo ist denn der Kopf? So, dann laufen wir mal dahin. Oh, man kann lange rennen und ziemlich lange Ausdauer. Wait, what? Hier lang. Ist oben. Ja. Verschlossen. Verschlossen. Komme ich da hoch? Verschlossen. Wieder klettern, ja. Muss ich Parcours machen hier noch oder was? Jetzt sind wir oben. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich's mache. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Beide. Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mal ein Zwilling, sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie, naja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Okay. Hey, was ist denn so wohl mit 5? Aber ich brauche ja erstmal Geld, um da mitzumachen. So eine Scheiße. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein, montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Aber ich kann leider nicht, ich hab kein Geld. Schade. Ihr zwei habt echt ein Problem. Nicht ihr zwei, nur ich. Und wo bleibt dein Sportsgeist? Komm wieder, wenn du genug Mumm hast. Ich warte. Ja, ich brauche das Geld, okay. Hat sich das erstmal erledigt. Dann müssen wir doch erstmal Hauptmission machen, um ein bisschen Geld zu verdienen, hä? Der Auftrag geht noch nicht und hier. Oh, das könnte ich vielleicht machen. Beschaffe den Pink Quick Hack von dem Netrunner. Wo ist das? 850 Meter. Das ist da. Ne, das ist Jackie. Hier ist das. Da war ich doch in der Nähe, verdammt. Ach so, über die Karte kann ich nicht direkt schnell Reise dahin machen. Schade. Dann müssen wir nochmal zurücklaufen. Ja, sorry für das Hin- und Hergerenne, aber ja. Das muss.
immerhin ist es ein großes Rollenspiel, um ich denke mal, man sollte jede Nebenmission mitnehmen, wenn man seinen Charakter ordentlich skillen will. Deswegen nehme ich alles mit. Wie gesagt, ich freue mich schon auf die PS5-Version von dem Spiel. Da werde ich dann wahrscheinlich auch meinen zweiten Run machen. Aber bis die PS5-Version kommt, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Hör mal, wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde, verstehst du? Okay, ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Oh, was? Also man muss auch ziemlich viel lesen hier. Also die Frau muss ich finden, okay. Aber jetzt nicht, jetzt mache ich erstmal die Mission. Sofern ich denn nicht wieder Geld brauche, um irgendwas zu kaufen. Mal schauen. Athletik ist gerade etwas gestiegen. Guten Tag. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit der Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Yep. Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen. Hm. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Wait, what? Das hier brauche ich. Zeig Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Dauer 21 Sekunden, Upload-Dauer, ha? Alles klar. Nämlich. Krass, was es alles für Sachen hier gibt, ey. Dein Cyberdeck hat eine begrenzte Kapazität für Quickhacks. Du kannst dir darauf installierten Quickhacks jedoch jederzeit gegen andere eintauschen. Öffne hierfür dein Inventar. Inventar. Das ist. Oh, was hab ich denn hier? Ich hab eine Maske. Oh. Gibt das auch Rüstung? Tatsache. Nett. Cyberdeck. Er kann das unten mal verschwinden. Hallo. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Geh doch mal weg hier! Jetzt. So. Oder würde ich das hier lieber rausnehmen und das reinmachen? Genau. So. Breach-Protokoll. Ping. Wie komme ich? Hä? Wait, what? Nochmal, da habe ich es vercheckt. Das war im Tutorial aber einfacher. Ich brauche 1C. Da.
Aber die 55 ist doch nicht in der Reihe. Nochmal kurz für Hilfe. Dein Ziel ist es, Zeichen aus der Code-Matrix in der richtigen Sequenz auszuwählen. Ja, okay. Das bringt mich trotzdem nicht hier rüber. Ach so. Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Friedensprotokoll, das Geschenk, Mission abgeschlossen. Irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. Okay, verstehe. Ah, langsam kommt man dahinter. So, aber Story, also missionsmäßig war es das dann jetzt erst einmal. Das ist zu schwer. Das brauche ich jetzt das Geld. Ja, dann machen wir jetzt die Kunden. Zwischen 6 und 18. Es ist bald 18 Uhr. Da sind wir schon in der Nähe. Ja. Was ist das da für ein Symbol? Oh, die Garnelen sind echt ekelhaft. Was erwartest du? Das hier ist Kabuki, nicht North Oak. Was weißt du schon über Kabuki, scheiß Nomade? Jetzt mach keinen Stress. Die Uhr ist auch unterm Radar. Nimm einfach eine Antigeruchstablette gegen den Gestank. Gib mir 15% Rabatt, sonst kaufe ich nicht. Und Nomaden sind angeblich Diebe. Na gut. Von mir aus. Bild übertragen. Ich suche nach Anna Hemmel. Diese Frau schon mal gesehen? Ich verkaufe Essen, sonst nichts. Ich will keinen Ärger. Okay. Mehr sage ich nicht. Mir knurrt der Magen. Zeig mal, was du so hast. Oh. Hier kann man Essen kaufen. Also ja, die Buffs verleihen. Okay, gut. Sind die Garnelen frisch? Gerade erst angekommen. Frisch aus Night Citys bester Wasserfarm. Wasserfarm? Na, woher denn sonst? Aus Pacifica? Von dem Müll dort aus dem Meer wird man nur krank. Okay. Dann auf zur Mission. Hast du die Klamotten verdient oder geliehen? Was geht dich das an? Ich bin Bäcker. Ah, treffen sich zwei Nomaden in Night City. Wie kann ich helfen? Ich suche diese Frau. Kennst du sie? Die Bullenschnalle? Ja. Sie hat ein Zimmer in dem Motel da. Gleich da drüben. Super, danke. Doch nicht dafür. Okay, dann machen wir doch erstmal die Mission weiter. Eine Frage der Ehre. Natürlich ein glücklicher Zufall. Bedrohung hoch. Ich versuch's trotzdem mal. War jetzt Zufall, dass ich die gefunden habe, aber okay. Schauen wir mal. Hallo? Da jetzt Geld bekommen. Ich habe bezahlt, okay. Hä? Kann ich nichts machen? Hallo? Jetzt umsonst Geld bezahlt oder was? Ich komme hier nicht rein. Hallo. Auf.
anderen Weg hoch. Wenn Attributanforderung rot erscheint, bedeutet, dass dein Attributlevel nicht hoch genug ist. Damit. Nein, ich will nichts kaufen. Ich habe mir doch jetzt Geld abgezogen, na klar, ich habe nur noch 75. Bin so weit. Du auch? Das ist ja frech. Komm zurück, bitte? Du auch? Ja, schieß dich. Such den Night City. Ach hier. Hätte ich mir das Geld auch sparen können. Ich Depp. Ah, aber dämlich. Materialien. Ist noch was? Was ist das? Feuerlöscher. Okay. Dann gehen wir doch mal rein zu ihr. Oder auch nicht. Wow, Luna? Euer Ernst? Das ist schlecht. Schon Level up? Nee, wa? Schade. Technische Fähigkeiten brauche ich da. Gut, da ist diese Mission wohl erst einmal erledigt. Schade. Komm hier noch nicht rein. Ein Hacken ist nicht. Na gut. Halten wir fest, Geld umsonst bezahlt und ich komme nicht weiter. Dann die Kunden. Wir haben die Sau genau um 6. Ja, es ist gerade ein Fehler aufgetreten. Ein Moment.